Liebe Geschwister im Glauben, ist schon ganz schön frisch hier. Ich hoffe, ich predige nicht zu lange. Aber dann geht es mir selbst an den Kragen. Oder ich rede mich warm. Ich möchte heute nicht zu euch sprechen über dieses Evangelium, auch wenn das sehr beeindruckend ist. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus ausrastet. Und die zeigt, dass er nicht nur Gott, sondern richtig Mensch war. Der mit Leidenschaft, mit Eifer für etwas dabei ist, Missstände aufzudecken, Tische durcheinander zu werfen, Rinder rauszuschmeißen. Aber es hat eben einen Grund, warum er es tut. Ich möchte mit euch, weil es mich so angetriggert hat beim Bedenken der Schrifttexte, über die zweite Lesung sprechen. Die geht so oft unter zum ersten Evangelium. Aber da ist was so Wichtiges drin. Paulus meditiert in diesem Brief an die Korinther über das Kreuz Jesu. Über das Kreuz Jesu können wir nicht genug nachdenken. Und ich finde, er sagt etwas Fantastisches. Paulus sagt zum Schluss, das Schwache an Gott, also mit Blick auf das Kreuz, das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Was ich gleich dazu sage, passt gut zu dem, was Annette auch gesagt hat. Der Gott, der sich in der Ohnmacht offenbart. Als ich über diese Worte nachdachte, das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen, da fiel mir einer meiner Lieblingsfilme ein. Ich bin ein totaler Filmfreak. Und es gibt einen Film, den liebe ich, und der kam mir als erstes in den Sinn. Und das ist Forrest Gump. Wer hat den Film Forrest Gump gesehen? Oh, sehr gut. Man wird im Himmel gefragt, ob man ihn gesehen hat, bevor man eintreten darf. Aber Gott ist barmherzig. Ja. Sehr schön. Dann wisst ihr jetzt die meisten, wovon ich spreche. Also dieser berühmte und Oscar-prämierte Film, ich glaube 1994 kam der raus. Tom Hanks, Hauptrolle, hat den Oscar dafür bekommen. Handelt eben von diesem kleinen Jungen, der sich Forrest Gump nennt. Und seine Umwelt gibt ihm im Leben keine Chancen. Bei seiner Einschulungsuntersuchung wird festgestellt, Forrest Gump ist dumm. Sein Intelligenzquotient liegt unter 70, also eigentlich geistig behindert. Und dann kommt noch hinzu, dass er eine körperliche Beeinträchtigung hat. Er ist gehbehindert. Er muss so Beinschienen tragen. Sein Umfeld in der Schule, anderen Kinder und so, die Leute in der Stadt, sein gesamtes Umfeld mit Ausnahme seiner Mutter und einer gleichaltrigen Freundin nehmen diese Schwäche von ihm, die man auch wirklich sehen kann, oftmals gnadenlos aufs Korn. Und der junge Forrest Gump wird oft Ziel von Spott, von Streichen, die ihm gespielt werden, von fiesem Mobbing durch seine Umwelt. Es gibt so berühmte Sprüche, die man nicht vergisst in den Filmen, wo jemand ihm sagt, Forrest, bist du dumm? Dann sagt Forrest Gump, meine Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Das Wunderbare an diesem Film ist aber, dass Forrest Gump sich von seinem Umfeld nicht zum Schwächling machen lässt, sondern vielmehr im Gegenteil aus seinen vermeintlichen Schwächen echte Stärken zieht. Beispiel, das ständige Weglaufen vor seinen Altersgenossen, die ihn verfolgen, die ihn jagen, macht ihn irgendwann zu einem unglaublichen Sportler. Der kann laufen wie sonst keiner. So schnell. Warum? Weil er so viel verfolgt wurde. Seine ungelenkten Tanzbewegungen mit seinen Beinschienen werden irgendwann zum Vorbild für den Hüftschwung von Elvis Presley. Ja? Wenn man Filme gesehen hat, weiß man, warum Elvis so getanzt hat. Weil er Forrest gesehen hat. Mit seinen Beinschienen. Seine Unbedarftheit, seine Unvoreingenommenheit gegenüber jedem Menschen. Egal auf wen er trifft. Ob er auf Gleichaltrige trifft, auf ältere Menschen, auf Schwarze, auf Weiße, Klügere als er, weniger Klügere, obwohl es gibt keine weniger Klügeren. Jeden Menschen, der ihm begegnet, begegnet er genauso. Mit genauso viel Achtung, mit genauso viel Achtsamkeit, Zuhören. Bis es schließlich ihn dazu bringt, dass er damit dazu beiträgt, dass die Rassengesetze in Amerika abgeschafft werden, weil er sich für die Bürgerrechtsbewegung einsetzt.
Und dies sind nur einige wenige Beispiele des Lebenslaufs von Forrest Gump, der im Film auf wunderschöne Art und Weise entfaltet wird. Und einen ganz wichtigen Satz von ihm werde ich zum Schluss noch sagen. Was ich aber sagen will, Schwachheit, das zeigt dieser echt sehenswerte Film. Schwachheit, sei sie körperlich oder geistig, ist nichts, was uns Menschen zur Unfähigkeit oder zur Bedeutungslosigkeit verdammt. Schwachheit kann zu einer Stärke werden, kann sich in Stärke verwandeln, wenn wir nicht aufgeben und wenn wir uns verwandeln lassen, wenn wir nicht resignieren, sondern glauben, dass aus Schwachheit Stärke werden kann. Aus dem, was dich schwach macht, was vielleicht bei dir eine Sucht ist oder bei mir, oder ein Charakterfehler, kann Gott etwas Großes machen. In dieser Lesung aus dem Brief an die Korinther haben wir vorhin auch von einer Gegenüberstellung von Stärke und Schwäche, Schwachheit gehört. Deshalb kam ich drauf. Der Apostel Paulus geht in seinen Schreiben darauf ein, dass das Umfeld der noch jungen christlichen Gemeinde in Korinth so ganz bestimmte Vorstellungen von dem Messias hatte. Die jüdischen Zeitgenossen erwarteten eben von einem Messias große, starke Zeichen. Die Griechen, also die Heiden wiederum, erwarteten Weisheit. Bei beiden fiel Jesus dann durch. Für die Juden war es ja eine Gotteslästerung zu behaupten, Gottes Sohn könnte einen schändlichen Tod am Kreuz sterben. Für die Griechen war ein menschgewordener Gott schlicht und einfach eine unvorstellbare Torheit, eine Dummheit, was nicht sein kann. Und so könnte man sich fragen, und so haben sich die Menschen gefragt, fragen sich bis heute, wie kann das Schwache mächtig sein? Wie kannst du, wenn du auf ein Kreuz schaust, hier sieht man keinen Korpus, aber wenn du auf ein Kreuz mit Korpus schaust, wie kannst du daran glauben, dass der da hängt, dich retten kann, dich trösten kann, dir helfen kann, der da angenagelt hängt? Das Kreuz ist das äußerste Ohnmacht, die man überhaupt anschauen kann. Hilflosigkeit. Und du glaubst daran, dass dieser hilflose Ohnmächtige dir helfen kann? Crazy. Wie kann ein Gekreuzigter dir helfen, dein Erlöser sein? Wenn man diese Frage beantworten will, nähert man sich dem Glauben an. Denn bei diesem Brief an die Korinther kann man sehen, du kannst Glauben auf verschiedene Art und Weise suchen. Du kannst Glauben mit deinem Kopf suchen, mit deiner Vernunft, versuchen mit der Logik zu durchdringen, wie es die Griechen, die Philosophen, die Heiden gemacht haben. Ist auch ein guter Weg. Aber er ist nicht alles und greift manchmal zu kurz. Du kannst versuchen, deinen Glauben zu ergründen und zu stärken, indem du wie die Juden nach Zeichen bittest, nach Wundern süchtig bist, Gebetserhörungen haben willst. Sonst glaubst du nicht. Es ist gut, nach Wundern zu bitten. Es ist gut, Gott zu beten, zu Gott zu beten, von ihm Hilfe zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er hilft. Aber das ist nicht allein Glauben. Das Kreuz, das damalige Zeichen der Ohnmacht und Schande, schlechthin, ist ein Zeichen des Sieges geworden, Sieges über den Tod, über alles. Und wenn du Gott nicht in der Schwachheit finden kannst, wirst du ihn niemals in irgendeiner Herrlichkeit finden. Das zeigt Jesus von Anfang an. Bethlehem, Schuppen, Krippe. Nichts für sich gehabt mein ganzes Leben. Bei den Schwachen und Armen gewesen und dann den schändlichsten Tod sterben, den man sterben kann. Ich darf an Gott nicht in der Schwäche des anderen, aber vor allem zuerst in meiner eigenen findet, wird man nie den Retter finden oder die Rettung, um die man bittet. Und ich glaube, seit Jesus gezeigt hat, dass das Kreuz das Zeichen der Ohnmacht, das Zeichen der größten Macht der Welt ist, nämlich das Zeichen der Liebe, seitdem gilt, nicht vermeintliche äußere Stärke bewegt unsere Welt,
Schaut euch mal all die Machthaber an, die bisher gewirkt haben, wie viele davon nicht mehr leben, die unsere Welt haben versucht zu prägen. Die Menschen, die noch im 19. Jahrhundert gelebt haben, wir haben jetzt 7 Milliarden auf der Erde, keiner von ihnen ist da, alle weg. Nicht vermeintlich äußere Stärke bewegt die Welt, sondern Stärke, die Schwachheit zulässt, die Schwachheit annimmt, die sich von Gott verwandeln lässt und sich so als die wahre Stärke erweist. Unsere Schwächen können echt zu unseren Stärken werden. Und daran zu glauben, ist ein Akt des Glaubens. Keiner von uns hat Schwächen gern. Aber sie gehören zu uns. Deine und meine Schwächen können unsere Stärken werden, weil Gott stark ist und er alles verwandeln kann. Und davon berichtet der Film Forrest Gump, wenn man den so liest. Und davon lesen wir auch im Korintherbrief. Rühmen und freuen wir uns wirklich eines solchen Gottes in unserem Glauben, unserem Leben, der selbst Scherben zum Strahlen bringen kann, wenn wir es zulassen, dass Gottes Licht auf sie fallen darf. Und jetzt zum Ende nochmal Forrest Gump. Der berühmteste Satz von ihm ist: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Hey Leute, das ist so ein Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch in der Fastenzeit. Pralinen. Das Leben, jetzt mache ich einigen Sehnsucht an. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Das ist so ein toller Satz. Erstens, weil er sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Hey, Pralinen machst du dir normalerweise nicht selbst. Pralinen bekommst du geschenkt oder du kaufst sie dir. Aber du bekommst sie. Du machst sie dir nicht selbst. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Genauso ist dein Leben. Du hast dein Leben nicht selbst gemacht, du hast es geschenkt bekommen. Ein erstes. Und man weiß nie, was man bekommt. Es ist tatsächlich so. Du weißt nicht, was heute passieren wird, was morgen, übermorgen. Das Leben ist wie ein Schachtelpralinen, weiß man nie, was man bekommt. Und seit einem Jahr leben wir das ganz besonders, dieses Wort. Wir wissen nicht, was wir bekommen. Ja, weil jeder Tag anders sein kann und die Welt anders geworden ist. Aber was gleich ist, in diesem Satz ist, wir bekommen Pralinen. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ja, man weiß nicht, was man bekommt. Vielleicht ist es auch gut so. Aber wir bekommen Pralinen. Und ich glaube, ich habe noch keine schlechte Praline gegessen. So. Und ich glaube, ähnlich handelt Gott. Der gibt nichts Schlechtes. Der sagt dir nicht immer, was heute oder morgen passiert. Aber lädt ein, dich zu vertrauen, dass er den Pralinen schenkt fürs Leben und nicht hartes Brot oder andere Sachen. Und er lädt uns ein, einfach ihm nur zu vertrauen. Amen.